Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Starfield. So, jetzt. nein, zu Stellaris. Oh Gott, ich voll lauter Starfield. Also, ich habe die OP gut rumgebracht. Da ist nichts grün oder blau geworden und das war okay. Also, ja. War eigentlich ziemlich harmlos, der Eingriff. Aber ist natürlich geschwollen. Ja, damals. Vor, ne? 10 Jahren oder sowas. Habe ich die rechte Seite der Weisheitszähne rausgekriegt. Weil ich so ein toller Mensch war. Das war ein Notfall, also es war entzündet und ich hatte ganz starke Schmerzen, war um die Weihnachtszeit rum gewesen. Und ich war, es war richtig brutal und dann bin ich da und ich musste aber arbeiten. Ne? Dann bin ich nach der Weisheitszahnoperation zur Arbeit gegangen. Ja, hab dort einen Anschiss gekriegt noch. Obwohl ich es davor erklärt hatte, ja, warum das jetzt unbedingt sein muss, ob man das nicht anders planen kann. Ja, und dann habe ich da gearbeitet und schwer gearbeitet, schwere Sachen gelupft und dann habe ich angefangen aus dem Mund zu bluten natürlich. Und das hat sich mega halt entzündet und ist angeschwollen und ich habe da ein riesen Theater gekriegt. Ja. Das war eine schöne Zeit, das war, wie soll ich sagen, keine Ahnung, bisschen... brutal. Also es dankt einem nicht jeder. Es gibt, man darf das nicht so verallgemeinern. Es sind nicht alle Arbeitgeber so. Manche schaffen das dann auch irgendwie einen für ein, zwei Tage dann mal zu ersetzen. Aber nicht jeder. Und das war übel. Und ja, obwohl ich dann gekommen bin zur Arbeit, ja, ja, wurde ich als krank eingetragen. Es gab da mal so einen Bonus. Wenn man gesund ist auch noch, ja, hat man einen Bonus bekommen. Den habe ich ja nicht immer bekommen, nein, aber dann habe ich ihn nicht bekommen, obwohl ich trotzdem da war. Ich war nicht einen Tag daheim. Ja, und, ja, weiß nicht. Gibt's Arbeit. Arbeitgeber. Ja. Ich kann nicht sagen, wer das war. Leute, heute Nacht geht's los. Ich schmecke gerade ein bisschen. Also ich darf nicht zu viel reden. Sollte mich eher still verhalten. Also ich werde jetzt mal nicht so viel reden, nur so viel. Heute Abend geht Starfield los, heute Nacht geht Starfield los. Ich habe schon das Titelbildchen vorbereitet. genau. Wird cool. Aber jetzt, meine Lieben, machen wir nicht Starfield, jetzt machen wir Stellaris. Und da wird... Achso, und keine Sorge. Es kommen trotzdem Stellaris-Folgen, selbstverständlich. Hallo? Weil das das geilste Spiel ist? Ja, also das ist dann nicht abgeschlossen oder so. Gar keine... Sorgen in dieser Hinsicht. Nur mal, um das aus dem Weg zu räumen. Okay, meine Lieben. Wir machen das orbitale Museum mal. Ne, aber das orbitale Krankenhaus war, glaube ich, auch geil. Das haben wir schon, oder? Ja, haben wir. Sehr gut. Okay, bei der Earth Space Dock, da haben wir halt richtig coole Sachen. Wir könnten ein paar Verteidigungen mal bauen. Wir könnten diese Verteidigungspots voll reinknallen. Das könnten wir machen. Von den Platten haben wir, glaube ich, Magnesit. Ne, Magnesit. Ah. Uraniumplatten. Minus 0. Aber wir haben genug. Mehr als genug. Und das werden wir auch hier hinbauen. Warum können wir das nicht? Können wir nur einen Pot haben, oder? Sowas? Moment, warum? Warum können wir das nicht bauen? Es gibt nicht genug Platz für diese Plattform. Es fehlen 2 Plätze. Ah. Es fehlen 2 Plätze. Echt? Jetzt können wir es machen. Na gut. Also das bauen wir jetzt schon mal hin. Earth Space Dock auf jeden Fall. Ja Leute, mega geil. Mega geil. Föderationsangebot. Schellarianer und Valtesa. Wir möchten ja jetzt, haben wir jetzt beschlossen, die Orione aufzunehmen. Im Hohen Rat hier. Dystopia-Rat. Und dann machen wir das auch. Wir arbeiten daran. Wir haben schon jemanden hingeschickt, um eben unsere Beziehungen zu verbessern. Machen wir. Construction complete. Ja. Finde ich gut. Technology discovered. So, was haben wir denn erforscht? Nicht so schnell, mal ganz cool bleiben. Forschung abgeschlossen. Selbstentwickelnde Logik. Das sind immer diese gefährlichen Sachen. Wir haben den holographischen, die holographische Wissenschaftsstation. Okay, integriertes Physiklabor, das finde ich ja interessant. Ja, dass man da Physik kriegt, aber wir haben irgendwie nicht die Schiffe dafür. Das könnten wir eigentlich jetzt mal noch bauen, oder? 1, 2 Schiffe, die das integriert haben, das würde ich auch geschwind machen.
Das ist jetzt nicht so schlimm. Dieses polarische Ionenkraftwerk produziert schon ganz kräftig, aber auf Kosten von, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das uns in irgendeiner Form was bringen würde, keine Ahnung. Aber hier Energiezentrum. Oh, was machen wir? Kohlenstoffreaktionsfusion, weil wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, Leute. So. Die neutrale Zone könnten wir auch mal einrichten, aber haben wir momentan noch nicht nötig. Ja, das müssen wir mal gucken. Wir möchten. No. Nein. Orioner, da sind sie. Das machen wir mit mittlerer Intensität. Ja, ein bisschen teuer. 300. Ich verstehe nicht, was es heißt. Es erhöht ebenfalls ihren Einfluss, erhöht es um 200. Wir zahlen 300 und ihren Einfluss erhöht es. Wir machen mal mittlere Intensität. Wirtschaftspakt mit den Saurianern gibt uns zu wenig Geld. Das ist nicht gut. Oriona hat uns gut getan. Das Verhältnis zu den Orionern. Wir gucken mal ganz kurz, wie es denn überhaupt aussieht mit den Orionern. KLMN Orioner. Hier. Minus 666. Gut, aber wir graden ab. Hallo? Zeigt er nicht, wie viel jetzt? Moment. Letzten Monat hat sich dies um 3 plus 3 geändert. Ja, da müssen wir ein bisschen arbeiten. Da müssen wir vielleicht auch ein bisschen mehr dran arbeiten. Da müssen wir mehr als einen schicken. Achso. Warte, können wir es hier sehen, die Gesandten? Ja, kommandiert Spionagenetz. Bei den Borg. Okay. Da möchten wir mal ins Spionagenetz reingucken, was wir haben, was wir machen können. Oh, Moment. Wir gucken mal ganz kurz. Verleumdungskampagne. Ich glaube, solche Sachen brauchen wir nicht bei denen. Technologie stehlen? Gute Frage. Die sind uns ebenbürtig technologisch gesehen und von der Flotte überlegen. Ja, das wäre jetzt auch kein Wunder. Infrastruktur wird schwierig. Ja, wird schwierig. Informationen sammeln ist Schwierigkeit normal. Und dann ist schon schwer. Und wir haben alles, was in irgendeiner Form auch nur über normal hinausgeht, noch nie geschafft, noch nie gewonnen. Und daher würde ich das mal sagen, machen wir das. Unsere Informanten sammeln Informationen über das Borg-Kollektiv, beginnen, wenn bereit. Wir würden es ja eh bestätigen. In Einsatz. Das machen wir. Okay, wen haben wir noch? Hier, Spionagenetz bei den Romulanern. Können wir eigentlich auch mal machen. Ah, das ist aber schon schwierig. Ölle. Oh, die Romulaner, die sind in der Verschlüsselung sehr stark. Da können wir gar nichts machen. Müssen wir auch nicht drüber nachdenken. Ist ja witzig. Wir könnten ihnen die Unabhängigkeit garantieren. Könnten eine Botschaft etablieren. Weiß ich nicht so genau. Die sind auf jeden Fall empfänglich. Aber die sind halt mega xenophobe. Säcke. Sag ich mal. Krieg, klar. Können wir den Krieg erklären? Wir haben kein Kriegsziel. Können wir nicht. Ja, das ist halt ein bisschen unser Problem. Wir sind sowas von freundlich, ja, dass wir da nichts machen können. Ich würde jetzt aber tatsächlich unser Spionagenetz hier ablösen. Also, die kann zu den Orionen noch gehen. Die Carol Warner, die nehmen wir, weil die sind zu stark. Leute, die sind zu stark. Immer zu den Orionen. AJKLMN. LMN. Orioner. Jawohl. Beziehung verbessern. Carol Warner. Gut, dann haben wir die jetzt auch noch mit dabei. Ja, da ist schon wichtig, da muss man ab und zu mal gucken. Jetzt hier auf Sirius haben wir einen arbeitslosen Arbeiter. Ja, das ist halt das, gell? Problem, was wir hatten, dass wir da Arbeiter kriegen. Wir brauchen aber eigentlich Spezialisten. Wir brauchen Spezialisten. Dann nehmen wir mal was zum Arbeiten. Haben wir was für Einigkeit? Ja, komm. Man muss ja ruhige Wahrzeichen. Das wird schon funktionieren. Denke ich mal einfach so. Okay, wir drücken auf Play. Technology discovered. Technology discovered. Und tätige Anführer, das müssen wir alles, machen wir weg. Construction complete. Das Dritte Reich.
Ja, alles gut. Was haben wir erforscht? Den Militärkomplex und die Festungswelt, Fortress World. Bristling with turrets, mines, weapons, facilities and forges. The Fortress World is an almost impenetrable world that stands as a bastion against enemies. Oh yes. Oh, Leute. Guck mal, was haben wir alles? Handelsattraktivität. Was ist jetzt Handelsattraktivität? Keine Ahnung, was Handelsattraktivität ist. Ich kenne den Handelswert. Ich kenne die Handelskosten, die wir zahlen müssen. Ja. Ferengi Rule of Acquisition Number 74. Knowledge equals profit. Most find them annoying or selfish, but perhaps they do know a thing or two about profits. Knowing our friendly empires and understanding what makes them tick can only be beneficial for us in the long run, especially when negotiating trade deals. Okay. Hallo. Monatliche Einigkeit plus 5%, alles gute Sachen. Flottenbeschluss. Mehr ausgebildete Offiziere brauchen wir nicht momentan. Das ist nicht wichtig für uns. Rekrutierungsoffensive, ja, für die Armee halt, okay. Orbitales Wissenschaftszentrum, ja, machen wir halt mal das. Muss ja auch mal gemacht werden irgendwann. So, die Telun-Sternbasis. Findet sich wo hier unten dran? Mhm. Aha, Gouverneur Schellas regiert Sirius Prime. Das ist jetzt wieder rumgeschickt, dass man dann sich Sirius Prime gleich einblenden lassen kann, einfach um das zu sehen. Das ist gut, dann sieht man, was er wo. Wo er Plus macht, wo er Minus macht und alles. Doktor Ärzteproduktion plus 10%. Wir haben Ärzte. Ich glaube, das ist mega gut. Handwerker plus 5%. Ist natürlich auch gut, gell? Hier. Aber ich denke, wenn die schneller wachsen, da haben wir mehr davon. Denke ich einfach. Daher machen wir das. So. Auf dem Mars gibt es ein Problem. Auch einen arbeitslosen Arbeiter auf dem Mars. Na dann. Was haben wir hier immer gebaut? Wir haben... Moment kurz. Da muss einer das Gebläse anmachen, gerade Rosen. Schon besser. Junge, ich habe das jetzt gerade eben erst gehört, weil ich ja Knöpfchen im Ohr habe. Ja, das ist so, dass der Hausmeister, wir haben gegenüber eine Schule. Und früher hat der Hausmeister selber die Straße sauber gemacht und der hat unsere immer mitgemacht. War gut, und jetzt hat diesen Gehilfen da. Ja, und der Gehilfe, der, ja. Der macht es halt nett. Schade eigentlich. Hab mich gefreut, war gut. War echt ein guter Mann. Jetzt gucken wir mal weiter. Oder ist ein guter Mann immer noch, aber halt, er macht das nicht mehr selber. Wir brauchen ein paar Häuschen. Häuserprobleme haben wir ein bisschen. Wir haben keine Jobs. Ja, jetzt machen wir einfach, würde ich mal sagen, Fusionsreaktor, oder? Dann machen wir nochmal ein Hausdistrikt. Sternhafendistrikt auf dem Mars. Das war wahrscheinlich schon. Mutig mal. Naja, okay. Passt. Also. So, Sirius Prime, das läuft hier alles. Jetzt gucken wir mal. Ja, da kommt Adleonis. Jetzt warten wir noch die 13 Tage. Ich will das jetzt sehen, wie es umspringt oder auch nicht. Oder auch nicht. Also Arbeiter ist tatsächlich echt nur die Ressource, glaube ich, und Produktion. Und das war's. Das ist der Arbeiter. Machen wir hier halt auch Fusionsreaktoren. Gut, so ein Adleonis, was haben wir da? Auch ein Arbeiter. Wir könnten auch sagen, natürlich, komm. Minenarbeiter, Landwirt. Wartungstechniker, eieiei. Wir könnten auch sagen, dass wir mal die Planeten auf Eigenverantwortung quasi einstellen. Das könnten wir auch mal machen. Dass wir nicht selber danach gucken, was die machen.
Dass wir sie sich selbst überlassen, das wäre vielleicht auch nicht so blöd. Dann könnten wir uns auf anderes konzentrieren. Aber ob die es halt dann so machen, wie wir es möchten, das weiß halt auch keiner, gell? Ash Tyler, ja genau, da müssen wir auch mal reingucken. Renki hat den Shellyak den Krieg erklärt, okay. Wir gucken uns die Anführer an. Man sieht sie immer am Preis. Ob sie gut sind, ob sie schlecht sind. Wie auch immer. Ach, halt weiter runter, weiter runter. Oh, wir leisten uns ganz schön viele Anführer, mein lieber Mann. Ah, und hier haben keine Befehle. Interessant. Da gucken wir nachher auch mal rein. Achso, das ist ein Admiral. Ja, das sind Flotten. Klar. So, jetzt gucken wir, wer hier mehr kostet. Wir brauchen ja momentan keinen Anführer. Das Einzige, was wir bräuchten, wären vielleicht Gouverneure. Entschuldigung. Das wäre was. Ne, jetzt gibt's hier Hugh Calber. Der kostet 52, der ist ein bisschen besser. Der Doktor, Wissenschaftler und der Gouverneur Nock. Dann nehmen wir uns halt den Gouverneur Nock. Ja, den nehmen wir uns. So, und wen haben wir jetzt noch? Handelswert plus 15%. Ja, weiß nicht. Flossendes Handeln. Das ist der Hugh Calber. Wer war jetzt derjenige? Ash Tyler. Ah, General. General Ash Tyler. Ja, okay, gut. Dann gucken wir nochmal kurz. In die Anführer. Generäle. Wo ist Ash Tyler? Hier. Geheimdienstoffizier. Stufe 2. Nach Gewinn eines Bodengefechts als Angreifer. Und Leute, jetzt mal ehrlich, wie oft haben wir Bodengefechte als Angreifer? Hm? Eher nicht, oder? Eher nicht. Also, lassen wir das mal weg. Aber wenn wir dann die zweite Runde spielen, ja, als die Klingonen oder so, wäre auch gut. Als Romulaner müssen wir halt dann viel mit Geheimdienst rummachen, weiß ich nicht. Ja, ob wir das so machen oder nicht, keine Ahnung. Hier das Dunkle beobachten. Seltsame und wundervolle Anblicke kommen aus der Dunkelheit des Raumes. Wir sollten nach Wegen suchen, um sicherzustellen, dass die Grenzen sicher sind. Und Signale aus dem tiefen Schwarz überwachen. Neue Forschung. Ja gut, wir sind jetzt wieder genau auf 44. Jetzt gucken wir mal dann, wie sich's. Das hat sich ja schon ein bisschen eingerenkt, aber ob sich noch ein bisschen weiter einrenkt. Distriktverbesserung Forschung. Hört sich schon mal gut an. Mineralien pro Industriegebiet hört sich jetzt auch nicht so schlecht an. Hört sich vieles gut an. Wir machen aber die Duranium-Gewebehülle. Gateway-System. Naja. So hier. Construction complete. Hier geht's gut ab auf jeden Fall. Tau City Prime. Können wir upgraden. Machen wir. Und wir haben auch einen arbeitslosen Betasoiden-Arbeiter. Verrückt, oder? Wachstum ist drin. Dann machen wir doch einen Arbeiter. Ja, und ich würde auch sagen, hier, wir machen die Geschichte. Klestron. Ja, das sind halt hier die Stationen, das passt. Das passt alles soweit. Gav hat Stufe 4 erreicht. Gouverneur Gav. Ja, cool. Gouverneur Gav, dann gucken wir ihn uns auch gleich an. Also wir haben viel mit Anführern momentan zu tun. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ah, und den Nock sollten wir noch einsetzen. Also Nock einsetzen. Gav, Alpha Centauri, Secundus. Oder hinspringen, das ist eine Möglichkeit. So, Alpha Centauri, Secundus, also. Spymaster. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 15% als Ratsmitglied. Da wäre der Meisterspion. Naja, wir haben ja keinen Meisterspion momentan. Aber ich glaube, dass wir das wahrscheinlich dann bräuchten, wenn wir den Ratssitz erweitern. Ja, aber der Spionage, ich halte nicht so viel davon. Weiß nicht. Und hier haben wir halt schon einen Output von 182 Lebensmitteln. Was wir nicht noch weiter steigern müssen momentan. Absolut nicht. Ist nicht unsere Priorität. Nein, nein. Komm, dann haben wir einen Meisterspion. Okay.
Dann haben wir Gav als Meisterspion, dann passt es. Oha, Leute. Unnachgiebig, Bollwerk der Harmonie. Baugeschwindigkeit während des Verteidigungskrieges der Schiffe um 33% erhöht. Und Feuergeschwindigkeit im Heimterritorium um 10% erhöht. Ja, machen wir. Cool. Und jetzt haben wir den nächsten Aufstiegsvorteil. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen natürlich diese Borg-Geschichte, dass wir mehr Schaden an den Borg machen. Können wir machen, aber die Borg sind dermaßen ruhig. Da tut sich gar nichts, wäre glaube ich galaktischer Anwärter. Gell? Ja. Schaden gegen die Undinen, ja, oder? Das Borg-Kollektiv, das wäre schon wichtig. Das würde es fast schon machen. Oder diesen Mark 25 Warp-Sensor. Naja. Naja, Leute, keine Ahnung. Aber wartet mal hier unten, was ist noch geschlossen für uns? Ist gar nicht so viel geschlossen. Das Lone Star Raumschiff. Entgiftung, Stirnflotte, Schiffe der Linie. Können wir noch gar nicht machen. Gut, dann machen wir hier den galaktischen Anwärter. Einfach, wenn die kommen, dass wir bereit sind. Ja. Aber ein bisschen bereiter sind. Dass wir sagen können, bis hierher und nicht weiter. Ja. Aber mir tut auch ein bisschen mein Rücken weh, weil ich habe halt auch viel geschlafen. Ich wollte mich schonen und habe dann gekühlt und alles. Ah, tut. Also es tut nicht weh. Null, komischerweise. Und ich habe nur ein Diclofenac genommen. Das war es schon. Hätte ich auch, glaube ich, gar nicht gebraucht. Das ist ein Zahnarzt. Ich weiß es nicht. Der macht das immer so gut. Ich habe bei dem noch nie einen Schmerz gehabt. Das gibt's bei dem nicht. Der ist der beste Mann, den es gibt. Ja. Technology discovered. Aha. Kohlenstoffreaktionsfusion. Das Energiezentrum. Das gucken wir uns jetzt mal an, ja. Die nukleare Fusionsreaktion von drei Helium-4-Kernen produziert einen Kohlenstoff. Dieser Dreifach-Alpha-Prozess beruht auf dem Energie-Reson-Zustand. Ja, die Benziten sind egalitärer geworden. Energie-Reson-Zustand, welcher mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Kohlenstoff und Sauerstoff als Nebenprodukt erzeugt und dabei Energie in Form von Hochtemperaturplasma abgibt. Weil ich finde das wieder mega spannend. Chemie, ich weiß noch einmal, in Chemie, in der Schule, da hatte ich dann, glaube ich, eine 5 bis 6 oder so. Und der Lehrer hat geschrieben, mein lieber Schwan. Ja. Und, ja. Wie hießen die Dinge? Alkali oder was? Also Methan, Ethan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktanonan, Dekan und so weiter, ja. Die habe ich alle dann schon gekannt. Aber irgendwie, weiß auch nicht. Jetzt, also der Witz ist, als die Schule vorbei war, ab da fand ich es so mega interessant. Ich möchte nichts Negatives gegen die Schule sagen. Im Gegenteil. Man denkt ja auch ein bisschen anders immer, ja. Ich bin zum Beispiel auch für die Bundesjugendspiele, obwohl ich auch nicht gut war. Am Anfang. Also ich habe damals auch die Verliererurkunde bekommen, aber es ist halt was Tolles, es ist was Gutes. Es wurde uns auch nicht so kommuniziert. Ja. Entschuldigung. Wurde uns damals auch nicht so als weltbewegend kommuniziert und weiß ich nicht. Also ich war jetzt nie jemand, den es in irgendeiner Form gestört hätte. Ich fand das toll. Und ich bin auch der Meinung, man muss auch mal Niederlagen einstecken und manche gewinnen ja auch. Ist ja auch schön, ja. Also wenn man die Gesellschaft immer an den Schwächsten ausrichtet, jetzt nur mal, um Gottes Willen, ich möchte da jetzt nicht niemanden bewerten, aber keine Ahnung, das ist schon gut, ja, aber wenn wir halt mit die Einzigen sind, die das machen, und alle anderen auf die Stärksten setzen, dann werden wir ins Hintertreffen geraten irgendwann. In einer Erde, in einer Welt, in der sich alle verstehen, ja, und in der es keine Konflikte gibt, keine wirtschaftlichen oder was auch immer, wie mit China und mit Russland und sowas. Da kann man dann auf den Schwächsten setzen und da ist es dann in Ordnung, auf lange Frist gesehen, oder? Aber ansonsten denke ich mir immer, die lachen uns aus. Vielleicht liege ich falsch. Na, vielleicht liege ich falsch. Weil wir werden unseren Wohlstand nicht mehr so lange haben, wie das hier momentan läuft. Von daher muss man sich einfach überlegen, ja, wie machen wir das dann in Zukunft? Konzentrieren wir uns auf so kleine Themen wie so Umerziehungsmaßnahmen der Bevölkerung, dass jetzt gegendert werden muss, ja, oder, keine Ahnung, lauter solche, weiß es nicht, schwierig halt, naja, gut, egal, ich möchte ja gar nicht über sowas reden,
Wir gucken hier weiter. Wir werden jetzt hier nämlich einen Blocker entfernen, meine Lieben. Ja. Wir haben aber keinen verfügbaren Job. Dann könnten wir gleich mal einen Job noch reinhauen. Ich überlege mir gerade echt, ob wir eine Duraniumschmiede bauen sollten. Ne, wir haben noch. Wir haben noch Duraniumplatten. 9600. Ist zwar nicht günstig, aber das könnten wir uns tatsächlich überlegen, ob wir es machen möchten. Genau, Quadrazin und alles haben wir mehr als genug. Wir konnten es ja nie verkaufen. Also, für uns das Optimalste wäre, wenn wir das Quadrazin und sowas verkaufen könnten und davon dann Legierungen kaufen. Und dann müssen wir, wie gesagt, das wollten wir auch machen, gucken, dass die Flottenkapazität angehoben werden kann. Und zwar stark angehoben werden kann. Ja. Da sollten wir schon auch drauf achten. So. Geht's voran. Es ist ziemlich ruhig. Also es passiert hier momentan echt mega wenig und die Borg, die machen gar nichts. Ich dachte, die Borg, die kämen jetzt und lassen es richtig krachen. Wow. Gehen wir hier wieder auf ein Mega Plus zu. Die Lithium haben wir immer noch ein Plus. Ja. Das sind diese Platten. 3,20. Die Platten kosten 3,20. Ernsthaft? Und das kostet 17 irgendwas? Dann kaufen wir uns doch die Platten ein. Oder? Dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, okay, komm. Technology discovered. Wir kaufen mal monatlich 5 Platten. Das passt schon. Was haben wir hier? Alles wenig. Alles wenig wert. Oh nein! Fuck. Was habe ich jetzt gerade weggemacht? Ist Latinum, gell? Immer noch 15 Latinum. Plus 38, ja, da können wir 15. Jetzt mal gucken, ob es dir gleich alles durcheinander haut. Können wir dann auch sehen. Kadett Joseph Mbenga, das sagt mir auch was. Joseph Mbenga sagt mir doch was. Anführer. Kadett. Na gut, wir gehen mal hier runter. Gucken uns mal da alle an. Kadett Joseph Mbenga. Hier. Yeah. Ach du meine Güte. Wissenschaftsoffizier, der ist gebildet, der ist Perfektionist, der ist Doktor, der ist Krankenschwester. Uiuiui, bei Forschungsunterstützung. Joseph Banker, hör zu. Hör zu. Den haben wir auch noch nicht eingesetzt, den Gouverneur. Moment. Eins nach dem anderen, wir machen jetzt den Joseph Banker. Der Arik Song hat macht nichts. Warte. Der fliegt jetzt hier runter, okay? So. Christopher Pike unterstützt die Forschung auf dem Mars. Den ändern wir jetzt mal mit Joseph Banger zur Constitution-Klasse und Christopher Pike. Ja. Ist momentan überhaupt nicht irgendwie gefragt. Gut. Der kriegt sein eigenes Schiff. Der wird vielleicht... Wir bauen ihm jetzt was. Und zwar bauen wir ihm... ein Forschungsschiff. Er muss ja ein Forschungsschiff... wir bauen mal eine Excelsior-Klasse, okay? Und der Forschungskreuzer Föderationsklasse wird ja auch nicht... Wird auch nicht klappen. Wir probieren es mal. Aber ich glaube, der kann da nicht drauf. Ja, nee, wir bauen ihm dann tatsächlich Forschungsschiff. Hier. Miranda-Klasse, so machen wir das, okay. Bin ich ja mal gespannt auf die Excelsior dann. Mega gespannt sogar. Okay, das multidronische Computerexperiment. KI kontrolliert. Eine zentrale KI kontrolliert die Besatzung. Hab ich keinen Bock drauf. Nicht wirklich Transwarp-Antrieb. Der Transwarp-Antrieb treibt.
einen Tunnel durch den Raum, anstatt sich durch ihn zu bewegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Warp-Antrieben entsteht eine Art künstliches Wurmloch, durch das das Raumschiff reisen kann. Ja, machen wir. Was haben wir noch? Ah, okay, schon weg. Gucken wir mal. Und wir machen administrativ. Ja gut, irgendwas muss ich ja machen. So, Trappist. Basis abgeschlossen. Da haben wir ein schönes Flottendepot gebaut. Das ist gut, da verbessern wir auch. Ja. Wir sollten die wirklich verbessern. Einfach, um mehr Flottendepots zu bekommen. Und wir haben mehr als genug. Von diesen Platten noch momentan. Genau, von den Duraniumplatten kriegen wir auch 4 pro Monat. Das ist schon in Ordnung, das ist gut. Leute, es ist passiert. Okay, hört zu. Das lesen wir noch und dann ist die Folge leider rum. Aber es gibt jetzt einiges zu lesen. Fangen wir hier. Dasei Forschungsbericht Sprache. Die Dasei Sprachgruppe gibt selbst unseren fortschrittlichsten Universalübersetzungsalgorithmen und selbst lernenden neuronalen Netzen weiterhin Rätsel auf. Der Grad an Komplexität und Informationsdichte, den die Dasei Piktogrammschrift bietet, könnte die überwältigenden verderblichen Elemente erklären, auf die wir gestoßen sind, als wir das Archiv zum ersten Mal aktiviert haben. Jedes Piktogramm kann hunderten von verschiedenen Bedeutungen entsprechen, abhängig von subtilen Nuancen der Syntax, des Dialekts, der Herangehensweise und sogar der relativen sozialen Stellung des Sprechers zum potenziellen Leser des Textes. Kluge Gelehrte und Überlieferer spielen oft nicht nur mit der Verwendung archaischer Wörter, sondern auch mit archaischen Grammatikregeln und Verweisungsmodi, die einen einfach ausstehenden Text mit Symbolik und Vorzeichen versehen können. Wir können uns nur vorstellen, welche Art von Kommunikationsgeräten und selbstlernenden Algorithmen erforderlich waren, damit die heutige Dasei-Kultur für sich selbst einen Sinn ergibt. Wohin könnte sich diese Zivilisation entwickelt haben, wenn sie jemals eine Chance gehabt hätte, die Warp-Technologie zu entdecken? Okay. Verstanden. 50 Sozialforschung erlangt, da ging es richtig ab. Geil, ach du Scheiße. Okay, alles klar. Unsere anfänglichen Schlussfolgerungen, also links jetzt, anthropologische Zusammenfassung. Unsere anfänglichen Schlussfolgerungen bezüglich der antiken Dasei-Zivilisation waren falsch. Es handelte sich nicht um ein einziges Gemeinwesen. Stattdessen scheint es, dass vor über 100 Millionen Jahren eine Ansammlung von kleinen Königreichen und Dorfbewohnern langsam ein einziges synkretistisches Pantheon übernahm. Lokale Stadtgötter und Schöpfungsmythen wurden miteinander verbunden, sodass sich ein einheitliches Ethos herausbilden konnte. Vor ihrem Aussterben teilten alle Dasei-Staaten viele Ideale in Kunst, Philosophie und Theologie, behielten aber ihre eigene Geschichte, Sprache, Regierung und Währung bei. Trotz dieser Individualität tauchen 2 Namen immer wieder in fast allen Artikeln auf, die wir aus dem Archiv geborgen haben. Masaka und Korgano. Die Hauptgöttin und der Hauptgott des globalen Pantheons von Dasei. Es scheint, dass diese Götter mehr als nur eine symbolische Bedeutung hatten. Denn diese Namen tauchten sogar auf Regierungsdokumenten auf. Außerdem wurden wichtige Markttrends und politische Entscheidungen einem der beiden zugewiesen und scheinbar sogar dafür verantwortlich gemacht. Warum genau das so ist, bleibt ein Rätsel. Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Okay. Und die Physiologie, auch interessant. Unsere Forscher kommen langsam zu einer verblüffenden Schlussfolgerung, was das Volk der Dasei selbst betrifft. Sie waren... Okay, neues Wort für mich. Poikiloterm. Poikiloterm. Okay, ist auf jeden Fall griechisch. Das heißt, ihr Körper und ihre Psyche wurden stark von Temperaturschwankungen beeinflusst. Das könnte ihre Besessenheit von der Sonne erklären. Oder warum Masaka, ihre Sonnengöttin, zu eng... Ich darf eigentlich nicht so viel reden. ...mit Zeiten von brutalen Handlungen, Opfern und Krieg verbunden war. Wir kommen zu dieser Schlussfolgerung durch eine sorgfältige Untersuchung der holographischen Aufzeichnungen der Dasei über ihre früheren Städte. Es ist klar,
dass das Wärmemanagement an erster Stelle stand. Steinerne Gebäude, die Wärme nach oben leiten sollten, große, offene, fließende Räume, die Wärme und Sonnenlicht sorgfältig verteilen sollten. Auch der drastische Unterschied zwischen den luftigen und kühlen Kammern von Korgano und den erstickenden Festungen von Masaka machte jetzt Sinn. Die Architektur der Gebäude und die Art und Weise, wie sie die Wärme kanalisierten, würden das Verhalten aller Menschen im Gebäude beeinflussen. Ja, Leute, ey, wie schön ist das, oder? Dass das so eingearbeitet wird im Detail, dass wir hier, das ist gelebte Star Trek-Geschichte, oder nicht? Das ist doch der Hammer. Also, ja, Leute, habt ihr guten Mod gemacht. Guten Mod gemacht. Aber das war's schon für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und seid gerne bei Starfield dabei. Wir gucken uns das an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht gleich spielen werde um 2, weil in der Regel tut's ja dann nicht. Und in der Regel schlafe ich auch um 2. Aber spätestens morgen früh geht's los und ich werde auch nicht so lange dann warten, damit eine Folge hochzuladen. Da muss es ja ein bisschen abgehen. Man will ja auch was sehen. Und keine Ahnung, ob die Folge dann immer eine halbe Stunde wird oder ob sie ein bisschen länger wird oder was. Ich weiß es nicht. Ihr müsst ja auch nicht alles angucken. Ihr könnt dann hinspulen, wo ihr möchtet. Und ja, ist alles locker und easy. Leute, ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis bald dann. Ciao.